Hallo und herzlich willkommen. Auch in diesem kleinen Video geht es mal wieder um Klarheit. Sofort am Eingang stelle ich gerade fest. Denn es geht um die Klarheit, den Sinn, die Absicht und die Zielsetzung der Gruppe Lebenspioniere, die Maya Bockhold und ich vor einigen Wochen einfach mal auf Google Plus gegründet haben. Das kam so aus einem Impuls heraus und wir haben das dann einfach gemacht. Und obwohl es uns natürlich klar war, was wir wollten, war es eben nicht ganz so einfach, das wirklich auf den Punkt zu bringen, so rauszuarbeiten, damit wir uns auch eine klare Vorstellung davon machen können. Denn auch hier gilt, nur was der menschliche Geist sich vorzustellen vermag, das vermag er auch zu verwirklichen. Ein Wort tauchte bei unseren Gesprächen von vornherein immer auf. Und das war das Wort Wachstum, echtes menschliches Wachstum halt. Menschen dabei zu helfen, das auch in ihrem eigenen Leben ganz praktisch bewerkstelligen zu können, weil das ja nicht immer ganz so einfach ist. Ganz menschlich, ganz praktisch, ganz direkt. Also nicht noch mehr künstliche Konzepte, sondern einfach dadurch, dass das, was wir als Menschen so wissen, können, dazugelernt haben, eben das, was wir als Menschen sind, dass wir das mit anderen Menschen teilen, weil das ja das Grundprinzip in der Natur ist. Alle positiven Qualitäten werden nur durch Teilen mehr. Ob das Liebe, Freude, Glücklichsein, Mitgefühl, all diese ganzen tollen positiven Qualitäten, die in uns sind, werden eben nur durch Teilen mehr. Und dann macht das auch eine Menge Spaß und wird immer leichter und leichter für den Einzelnen. Und man kommt dann fast automatisch immer mehr in einen fast ganz anderen grundsätzlichen Lebensmodus. Nämlich von dem Künstlichen, den wir alle gelernt haben, was kann das Leben mir geben, hin zu dem neuen bzw. dem natürlichen Modus, dass ich mich frage, was kann ich von mir dem Leben geben, was kann ich von mir mit dem Leben, mit meiner Welt teilen. Und dann taucht auch immer mehr wieder dieses Grundvertrauen, das Urvertrauen auf, dass ich gar nicht alles im Griff haben muss und dass ich gar nicht alles immer ganz, 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 ganz genau planen muss, um ja ganz sicher gehen zu können. Weil dann taucht auf einmal so eine Situation auf, ich sag mal wirklich, hört sich bescheuert an und ein bisschen naiv, so, als wenn der Schöpfer, von mir aus auch der liebe Gott oder das Universum, also das übergeordnete System, einem den Weg ebnet, so, als wenn das erkennt, oh, der Roland möchte ja jetzt wirklich Partner an der Evolution sein und sich einbringen, sich teilen. Und weil die Evolution, ich sag mal das Leben, eben viele solche Partner für den Bewusstseinswandel braucht, ist das wirklich so, als wenn man dann davon unterstützt wird. Aber eben nicht für die ganzen Hirngespinste und Pläne vom Ego, sondern wenn ich mich einfach immer frage, okay, ich möchte meinen Lebenstraum leben. Wie passt mein Lebenstraum als kleinere Einheit in den großen Traum des Lebens? Oder wie passen meine Pläne in die großen Pläne des Lebens? Wie passen meine Ziele zu den großen Zielen des Lebens? Das wird auch manchmal holographisches Bewusstsein genannt oder holographische Perspektive. Also im Grunde ganz einfach, dass ich mich jedes Mal frage, wie passen meine Lebenspläne zum großen Plan? Sind die stimmig damit? Gehen meine Lebenspläne in die gleiche Richtung, wie die Richtung des großen Plans das vorgibt? Weil das sonst immer so ist, als würde ich gegen das Leben, gegen die Evolution ankämpfe. Deswegen sind ja auch viele Sachen in unserem Leben dann auf einmal so anstrengend, so schwer, kosten so viel Kraft
und machen überhaupt keinen Spaß. Um jedoch dieses Spiel stimmig mit dem übergeordneten System, also mit dem Leben, zu spielen, muss ich erstmal wieder bei dem Punkt ankommen, von wo aus ich dann überhaupt mitspielen kann, sprich wachsen kann. Und dieser Punkt, das sind wir selbst. Aber unser natürliches Selbst, was wir alle im Laufe unseres Lebens fast ganz vergessen haben. Und meinen, wir wären das Ego mit seinen ganzen künstlichen, erlernten Konditionierungen. Das ist aber nicht das, was wir wirklich sind. Ist auch logisch, weil wir das alles später, nach unserer Geburt, dazugelernt haben. Künstlich dazugelernt haben, ohne dass wir uns das überhaupt aussuchen konnten, überhaupt die Wahl hatten. Weil wir aber wissen, dass das alleine nicht ganz so einfach ist. Denn wenn jemand da anfängt, dann hat er ganz schnell das Gefühl, er steht ganz alleine da in seinem Umfeld. Habe zwar erkannt, dass ich endlich wieder ich selbst sein will und mein eigenes Leben leben möchte und von da aus wachsen möchte, und gleichzeitig taucht die Situation auf, so ein Mist, ich stehe jetzt ganz alleine hier in Wald und Flur. Und da wir beide wissen, wie hilfreich es gewesen wäre, wenn wir da eben nicht alleine gestanden hätten, haben wir gesagt, dann gründen wir einfach eine Gruppe, die Lebenspioniere eben. Eine Gruppe für viele verschiedene Menschen, die jedoch alle den gleichen Wunsch haben. Für sich, für ihr eigenes Leben. Diesen Wunsch haben übrigens heutzutage fast alle und immer mehr Menschen. Der Wunsch lautet ganz einfach, sich endlich wieder in der eigenen Haut wohlzufühlen, sich am Leben freuen zu können, endlich wieder anfangen können zu wachsen und das Leben zu genießen, das eigene Leben. Endlich wieder zu erfahren, wie wertvoll ich für das Leben, für die Welt bin, anstatt da immer irgendwelchen äußeren Werten hinterher zu jagen und zum Schluss festzustellen, dass ich mich wieder leer fühle, vielleicht sogar noch ausgebrannt. Es mir anstatt besser, immer schlechter dadurch geht. Unser natürliches Selbst haben wir ja alle fast völlig vergessen und das spielt in unserem normalen Alltag, also im genormten Alltag als Erwachsener, fast überhaupt keine Rolle mehr. Aber diese innere Stimme, die meldet sich immer wieder ganz fein und ruft dir eigentlich zu, ich will leben, ich will leben, ich will mich entfalten, ich will wachsen. In der Regel unterdrücken wir die aber immer durch irgendwelche äußeren Sachen, weil wir ja als Kind erfahren haben, das ist gefährlich, wenn wir das versuchen. Wenn wir versuchen, unser natürliches Selbst zu leben und selbst unser eigenes Leben zu entfalten, da zu wachsen. Denn wir haben ja schließlich alle das Gleiche gelernt, erlebt, erfahren. Unser natürliches Selbst, mit dem wir geboren werden, das reicht ja in der Regel nicht, sondern wir erfahren immer wieder, so nicht. Unser natürlicher, künstlicher Lebenskreis scheint ja irgendwie zum Leben, zum Überleben nicht geeignet zu sein. Also fangen wir irgendwann einmal an und bilden, ich sag mal von mir aus 5 Meter weiter, um das hier in der Grafik zu sagen, einen künstlichen Lebenskreis, wo wir dann diese Verhalten, diese antrainierten Gewohnheiten, diese Konditionierung anfangen zu leben, so wie wir sein sollen, sein müssen. Und im Laufe unseres Lebens wird dieser künstliche Lebenskreis immer größer und größer und wir vergessen unsere wahre Natur, unser natürliches Selbst, bis auf die kleine Stimme, die sich immer wieder meldet von innen. Egal, was man da im künstlichen Kreis im Außen alles erreicht hat. Und wenn man das irgendwann bemerkt, wirklich erkennt und will sich da wieder auf den Rückweg machen, sag ich mal, dann stellt man auf einmal fest, dass eine Frage auftaucht, nämlich die,
ja, wie mache ich das denn jetzt? Und wenn ich dann eben ganz alleine auf einmal in meinem Umfeld stehe, zumindest das Gefühl habe, weil mein Umfeld hat sich ja im Laufe meines Lebens diesen ganzen inneren Konditionierung angepasst, wie innen, so außen. Wenn ich innerlich diesen künstlichen Kreis lebe, wird mein Außen auch so aussehen. Und wenn ich dann wieder zurückgehe, dann stehe ich auf einmal allein in Wald und Flur. Und die Frage taucht auf, wie komme ich wieder zurück, damit ich mich endlich selbst entfalten kann, mein eigenes Leben, mich endlich wieder wohl in meiner eigenen Haut fühle, weil ich ja vielleicht oft genug erfahren habe, dass die künstliche Haut vielleicht sehr schön aussieht, aber eben nicht meine eigene ist. Und ich mich eben deshalb da nie hundertprozentig wohlfühlen kann, hundertprozentig das Gefühl bekommen kann, dass ich ja mein eigenes Leben lebe, dass ich mein eigenes Leben entfalte. Und mein eigenes Leben kann ich natürlich nur auch von meinem eigenen, vom natürlichen Lebenskreis aus leben und entfalten. Und um vielleicht Menschen etwas behilflich bei der Rückkehr zu sich selbst und dann von diesem Ausgangspunkt wieder in das Wachstum hineinzukommen, eben Menschen dabei zu helfen, ihre eigene Haut erstmal wieder zu entdecken und sich dann in ihrer eigenen Haut wohl zu fühlen und sich daraus zu entfalten, daraus zu leben, das war im Grunde genommen so der Anlass, dass wir überhaupt die Gruppe Lebenspioniere bei Google Plus ins Leben gerufen haben. Weil es eben viel, viel leichter ist, diesen Prozess, die Rückkehr zu sich selbst und sich dann in seiner eigenen Haut wieder wohl zu fühlen und daraus zu wachsen, weil es eben viel, viel leichter ist, das nicht alleine, sondern in einer Gemeinschaft zu machen, die alle den gleichen Wunsch haben und sich gegenseitig unterstützen. Denn dann dauert es erstens nicht so lange, kann von Anfang an viel mehr Spaß machen und ich habe immer das Gefühl, ich bin ja gar nicht alleine, sondern ich bin in einer Gemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig unterstützen und alle den gleichen Wunsch haben. Zwar viele verschiedene Menschen, aber alle mit dem gleichen Wunsch. Denn wenn ich anfange, für mich aus dem Hamsterrad auszusteigen, wenn ich da den Stecker ziehe und auf einmal in den Spiegel sehe, dann stehe ich wirklich so wie das Kerlchen hier vorm Spiegel und kann mich nur an den Kopf fassen und sagen, oh Mann, oh Mann. Und wenn ich das aber in einer Gemeinschaft mache, dann kann ich über das, was vielleicht unangenehme Gefühle bei mir auslöst, sogar lachen, weil ich auch mal feststelle, ich bin ja gar nicht der Einzige, der so vorm Spiegel steht. Und da kann man sich gegenseitig helfen, austauschen und unterstützen. Und dann stellen wir auf einmal fest, wir sind zwar schon alle Meister, aber wir sind halt alle übende Meister. Für mich sehe ich das so, egal wie alt ich werde, das werde ich bis zum letzten Tag bleiben. Ich habe für mich da auch gar nicht vor, irgendwo fertig zu sein oder fertig zu werden. Denn fertig war ich in meinem Leben schon. Fix und fertig. Und das ist bestimmt nicht wieder mein Ziel, dahin zu kommen. Und ich für mich finde, die Gruppe hat sich schon gelohnt. Denn bei unserem letzten Hangout, also im Live-Hangout, wo wir uns dann eigentlich online treffen, hat sich das wirklich schon in der Praxis bewährt. Obwohl noch alles recht holperig von der Technik abläuft und von Perfektion weit entfernt ist, aber es ist halt Pionierarbeit, hat sich auf einmal bei unserem letzten Hangout eine Situation ergeben, wo ein Teilnehmer ein Problem auf den Tisch gebracht hat, weshalb er sich nicht wohl in seiner Haut fühlte, sag ich mal so bildlich gesprochen. Und das war schon faszinierend mitzuerleben,
wie auf einmal die Situation, wo wir im Grunde genommen nur uns ausgetauscht haben, so über ganz alltägliche Dinge und viel zusammen gelacht haben, wie diese Situation dann auf einmal gekippt ist, das konnte man richtig merken, das war ganz toll. Und alle in Richtung Lösungsorientierung gegangen sind, in die Richtung, eine praktische Lösung für diesen Teilnehmer zu finden, von der er auch wirklichen praktischen Nutzen hat. Und diese Lösung hat sich dann auch gefunden und war sogar verblüffenderweise recht einfach. Aber es war schon faszinierend, wie auf einmal alle bestrebt waren, das hat man ganz deutlich gefühlt, alle bestrebt waren, diesem einzelnen Teilnehmer zu helfen, ihn zu unterstützen, damit er sich wieder wohl in seiner Haut fühlt. Das war einfach toll. Und das alles mit viel Spaß, Lachen und ganz locker. Ist eigentlich ein gutes Beispiel, wie hilfreich sowas sein kann, wenn sich eine Gemeinschaft findet, die alle den gleichen Wunsch haben. Und das hat diesem Teilnehmer mit Sicherheit viel mehr Spaß gemacht und ging auch viel, viel schneller, als da noch wochenlang vielleicht zu Hause alleine mit zu kämpfen und darüber rumzugrübeln. Gerade wenn es um das sich wieder von innen heraus in seiner Haut wohlzufühlen geht, arbeiten wir in der Gruppe. Was heißt arbeiten? Wir arbeiten nicht. Ist immer ganz lustig und mit viel Spaß. Naja, auf jeden Fall, irgendwie muss ich es ja sagen. Arbeiten wir dann in der Gruppe immer mit meinem kreativen Quantenbewusstsein. Und zwar ganz direkt und ganz praktisch. Das, was da ist, wird genommen und damit wird gearbeitet. Sprich, im persönlichen Anteil des Quantenraums gespielt. Das Schöne ist ja beim kreativen Quantenbewusstsein, dass niemand überhaupt über die Inhalte, über die Entstehung, irgendwelche Details von der Entstehungsgeschichte oder so erzählen muss, weil das spielt ja bei der Bearbeitung mit dem kreativen Quantenbewusstsein überhaupt keine Rolle. Da wird einfach die Bewusstseinseinheit aufgelöst, transformiert und gut ist. Ich habe in diesem Jahr ganz, ganz oft erlebt, dass das für viele Menschen sehr befreiend ist, eine richtige Wohltat, dass sie also nicht, ich sag mal, mentalen oder psychologischen Striptease vollführen müssen. Das macht ja keiner gerne, muss er auch nicht beim kreativen Quantenbewusstsein. Über die Details oder die Entstehungsgeschichte braucht da niemand zu reden. Und wenn mal andere Probleme auftauchen oder Situationen, wo Unterstützung gebraucht ist, dann gibt es sicherlich so nach und nach immer mehr Menschen in der Gruppe mit den verschiedensten Lebenserfahrungen, mit dem verschiedensten Know-how, ob das jetzt aus Partnerschaft, ob das um Gesundheit, ob das um Beruf geht, die dann sicherlich genauso gerne wie beim letzten Mal an Lösungen sich beteiligen. Mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Know-how, mit ihrem Wissen, eben mit ihrem So-Sein, so wie sie sind, indem sie einfach das, was sie sind, mit anderen teilen. Und dadurch wird das für den Einzelnen mehr und gleichzeitig für alle. Und wo wir da in einem Jahr landen, nun, das wissen wir heute nicht ganz genau. Es ist schließlich Pionierarbeit. Wir sind schließlich alle in der Gruppe Lebenspioniere, ständig übende Meister. Ich lade dich ganz herzlich in diese Gruppe ein. Du brauchst dich da auch nicht beteiligen. Wenn du möchtest, brauchst du einfach nur zuhören. Wenn du dich einbringen möchtest, bringst du dich ein. Mitlachen kannst du sowieso und eine Menge Freude und Spaß haben. Und wenn du ein Problem hast, dann legst du es einfach auf den Tisch und wir überlegen gemeinsam, wie wir dir helfen können. Das ist im Grunde genommen das ganze Prinzip dieser Gruppe. Ich lade dich ganz herzlich in diese Gruppe ein. Den Link schreibe ich unten in die Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal von Herzen alles Gute.